Ich habe vor ein paar Vlogs mal erzählt, dass unser Server, wo wir die Filme abspielen, kaputt ist. Und wir haben jetzt einen Ersatzserver. Der ist jetzt gestern auch ausgestiegen. What the f***? It brings a ich mag nicht mehr. Es ist too much im Moment. Es läuft nichts. Es funktioniert nichts. Es ist alles scheiße. Was macht man dann, wenn man einem selber ein bisschen leid tut? Man steht auf und löst das hure Problem halt. Server ersetzt, Lampe vom Projektor ersetzt, Tonumschaltung automatisiert, Filme eingelesen, es läuft wieder. Ich tue so nicht gerne Zeug flicken. Ich will einfach, dass es läuft. Ich will nur, dass es funktioniert. Zurück im Büro. Ich bin so müde, dass ich nicht schlafen kann. Es ist nicht so cool, aber es ist okay. Und dann kann ich den Vlog heute schneiden. Ich muss ihn dann morgen machen. Das ist cool. Ich habe heute einen recht üblen Tag gehabt. Nicht cool. Ich habe heute Abend aber sehr eine nette Begleitung an Zürichsee. Danke. Es hat sich ein Gedanken in Bewegung gebracht. Und zwar ist das der Vlog als Thema. Weil irgendwie, es ist nicht immer cool, den Vlog zu schneiden. Weil es ist einfach immer noch viel Aufwand. Ich mache es gerne. Es ist viel Aufwand, am Morgen oder am Abend, wo ich hier noch ansitze und das zu schneiden. Aber ich merke so, an Tagen wie heute, wenn irgendwie es läuft alles schief, man macht einen Schritt und ist nachher zwei Schritte zurück, nicht cool. Und es sind genau die Tage, wo man dann am Schluss des Tages wirklich denkt, okay, ich habe eigentlich nichts gemacht. Und der Vlog, den ich jetzt schneide, das ist so für mich, ich habe etwas gemacht. Es ist nicht etwas Wahnsinniges, es ist nicht riesig, es ist nicht perfekt. Aber ich habe etwas gemacht. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen.